verflucht. Unter meiner Aufsicht wäre das nicht passiert. Ah, freut mich, dass die Sith die Dinge wenigstens im Griff haben. Nicht wie dieser Zirkus von einem Imperium. Erst die Sklavenaufstände im Dschungel und jetzt das. Vor 30 Jahren wäre sowas bestimmt nicht passiert. Das sollten wir nochmal von vorne durchgehen. Ich wurde zu dieser Baustelle geschickt, um das seltsame Verhalten der Droiden zu untersuchen. Es dauerte dann auch nicht lang, bis mich einer angriff. Ich bin gerade noch davongekommen. Aber viel schlimmer ist dieser Transmitter, den ich beim Droiden fand. Was kann an einem Transmitter so schlimm sein? Es ist kein imperialer Transmitter. Damit werden die Droiden gesteuert. Und sie übermitteln umgekehrt auch noch Daten. Ich habe meine Vorgesetzten gewarnt, was passiert, wenn sie die Sicherheit des Planeten nicht ernst genug nehmen. Irgendjemand, ein Unabhängiger, ein abtrünniger Sith Lord, benutzt die Droiden, um die Pläne von Kar City woanders hin zu übertragen. Wenn ich herausfinde, wer dahinter steckt, wird er erfahren, was jenen widerfährt, die die Sith verärgern. Das hoffe ich. Aber bei allem Respekt, es dürfte wichtiger sein, erst den Informationsfluss zu stoppen. Wir müssen an diese Transmitter gelangen. Wenn wir genug aus den Droiden entfernen können, werden die Daten, die sie schicken, unleserlich. Je eher wir die Transmitter entfernen, desto besser. Diese Informationen dürfen dem Feind nicht in die Hände fallen. Schon zurück? Habt ihr die Transmitter? Nicht so überrascht, sonst denke ich noch, ihr hättet kein Vertrauen. Ihr habt recht. Ich schulde euch meinen Dank. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, übermittle ich die Daten dem Oberkommando und wir wissen mehr. Das ist schlimmer, als ich es mir je ausgemalt hätte. Lord Gratan steckt dahinter, er muss es sein. Lord Gratan ist gerissen. Er provoziert den Rat der Sith andauernd, ohne dass die Mitglieder die Faust gegen ihn erheben. Er hat seine Spuren gut verwischt. Wir können es zwar nicht beweisen, aber Lord Gratan hat Sicherheitscodes und planetare Daten von Drom und Kars aus nach draußen gesendet. Alles, was eine Invasionsarmee gut gebrauchen könnte. Major Shallister ist bereits auf dem Weg zum möglichen Invasionsort und nimmt jeden Soldaten mit, den er auftreiben kann. Sie treffen euch auf der anderen Seite der Brücke. Beeilt euch! Major Shallister, Captain Eisen hat mich gebeten, vorbeizukommen. Er fürchtete, es gäbe eine Invasion. Captain Eisen hat recht. Paranoia macht sich bezahlt. Während der letzten 3 Tage wurden von Drom und Kars aus mehrere Übertragungen getätigt und von Schiffen im Orbit eines nahegelegenen Asteroiden empfangen. Die Übertragungen enthielten sichere Landekoordinaten für die Planetenoberfläche und Sicherheitscodes, mit denen man die Orbitalverteidigung umgehen kann. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. In der Tat. Vor einigen Stunden haben kleine Fähren, die den Sensoren entgehen können, damit begonnen, Truppen auf der Planetenoberfläche abzusetzen. Diese Truppen sind brutale, fremdartige Söldner im Dienst des Verbannten Lord Tytonus. Wer in der Sith-Politik bewandert ist, wird sich erinnern, dass sie die Rebellin war, die auf Bäckerin ihr eigenes Königreich ausgerufen hat. Was für eine hervorragende Idee. Notiz an mich, über einen eigenen Planeten herrschen. Vorzugsweise nicht über diesen hier. Wir haben so schon alle Hände voll zu tun. Lord Tytonus hat genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Momentan sind so viele unserer Truppen vom Planeten abgezogen, dass sie sogar Kars City einnehmen könnte, wenn sie ihre komplette Söldnerarmee anfliegt. Wir müssen ihre Fähren an der Landung hindern und ihre Truppen zurückschlagen. Ich habe bereits alles aufgewendet, was mir zur Verfügung steht. Jetzt ist es an euch. Könnt ihr es spüren, mein Sith Lord? Da draußen ist etwas. Ich wünschte, ich würde es mir einbilden, aber ich weiß, dass es real ist. Entschuldigt bitte. Diese langen Nachtschichten bei den Ausgrabungen des Tempels der dunklen Seite haben ihre Spuren hinterlassen. Ich bin Major Swain Lothar, Imperialer Bergungsdienst. Mein Team,
hat an einer nahegelegenen Ausgrabungsstelle mehrere bedeutende Artefakte gefunden. Seitdem geht alles schief. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche? Ich leite Ausgrabungsteams. Das ist das Einzige, für das ich ausgebildet wurde. Zuerst waren da seltsame Geräusche im Tempel. Dann lauerten Gestalten in der Nähe. Meinem Team hat das nicht gefallen, aber ich habe ihnen befohlen, weiterzumachen. Sie müssten schon seit Tagen wieder zurück sein und ich schulde Lord Dune einen Bericht. Aber ich selbst kann nicht nachsehen gehen. Jemand muss sie finden und die Artefakte sichern. Ihr werdet diese Artefakte schon bald in euren Händen halten. Danke. Ich war schon fast so weit, die ganze Ausgrabung als Misserfolg abzuschreiben. Mein Team ist immer noch in den Höhlen. Was auch passiert ist, bitte bringt die Relikte zu Lord Dune. Er leitet ein kleines Lager beim Tempel der dunklen Seite. Ich habe nur einen Augenblick, um mich auszuruhen. Diese Dinge aus dem Tempel der dunklen Seite greifen wieder an. Jess denkt, die Artefakte ziehen sie an. Da hat er wohl recht. In dem Moment, als wir uns zum Aufbruch bereit machten, sind sie durchgedreht. Es ist Zeit, sich ihnen zu stellen. Wenn diese Irren unsere Relikte haben wollen, müssen sie uns schon töten. Ich habe 3 Expeditionen in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Keine kam zurück. Ich weiß nicht sicher, was los ist, aber wer dort hineingeht, der kommt nicht wieder raus. Ich bin ein Sith. Behandelt mich entsprechend, Narr. Dann seid ihr die Erfüllung all meiner Hoffnungen. Ihr könnt den Tempel der dunklen Seite überleben. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun. Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtbar, größtenteils Sklaven. Aber die Daten sind wichtig. Was waren das für Daten? Wir haben einen Anstieg seismischer Aktivität in der Gegend beobachtet, die auch Schäden am Tempel bewirken könnte. Die Sklaven der Expeditionen hatten Datenpads dabei, um alle Daten zu registrieren. Bringt mir diese Datenpads zurück. Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Drom und Kaas wichtig. Nicht sehr aufregend, ich weiß, aber helft ihr mir? Eine Herausforderung ist es nicht gerade, aber ich kann es erledigen. Wunderbar. Fantastisch. Eure Hilfe ist von großem Wert. Ich markiere euch auf der Karte, von wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mehr kann ich nicht tun. Endlich hat der Rat der Sith meine Bitten erhört und einen jungen Sith geschickt, um den Tempel zu sichern. Ich bin nicht hier, um den Tempel zu sichern. Natürlich. Sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten. Wovon schwafelt ihr da, alter Mann? Ihr kommt euch wohl sehr mutig vor. Oder spürt ihr nur meine Schwäche? Aber nicht alles lässt mit dem Alter nach. Der Tempel der dunklen Seite ist uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel versiegelt. Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Irgendein Idiot hat sie aufgeweckt? Als der Imperator sich anderen Angelegenheiten widmen musste, suchte eine Gruppe ehrgeiziger, aber unwissender Sith Macht zu erlangen, indem sie den Tempel plünderten. Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith-Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Werde ich auch verrückt, wenn ich da reingehe? Nicht unbedingt. Die meisten hinterhergeschickten Truppen wurden einfach nur abgeschlachtet. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt und wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Seine Erwartungen wurden zur Realität für seine Umgebung. Seine Macht überwältigte alle im Tempel.
Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Gibt es da drin noch mehr tote Sith Lords? Ah, ihr beginnt die Krise zu erfassen. Es gibt noch andere uralte Sith Lords, deren Geister im Tempel schliefen. Wenn diese alten Sith Lords von all der Gewalt erwachen, könnten sie Dromund Kaas überrennen. Die sollen ruhig weiter schlummern. Ich habe die Grabkammern drinnen untersucht. Sie sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Wenn ihr die 500 Kilo schweren Türangeln an jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Was genau wird von mir verlangt? Das Team, das ich bereits hineingeschickt habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst den Schweißbrenner finden und die Türen der Alten versiegeln. Wagst du es, vor den großen Lord der Sith, Nil Veneris, zu treten, den Meister der immerwährenden Finsternis? Antworte mir! Welche Unverschämtheit führt dich zu mir, Sklavin? Ich sage es nicht zweimal. Ich bin keine Sklavin, ich bin ein Sith. Was? Fürchtest du mich denn nicht? Du bist keine willenlose Marionette, so wie die anderen? Ich verstehe das nicht. Ich bin noch bei Verstand, im Gegensatz zu manch anderem. Ihr habt recht, ich war nicht bei Verstand, aber jetzt bin ich es. Ich war Teil einer Expedition, die das Imperium in den Tempel der dunklen Seite schickte, um seltsame Aktivitäten zu messen. Doch schon bald haben wir uns verändert. Ich wurde der mächtige Lord Veneris. Die anderen wurden meine gehorsamen Anhänger und Diener. Ihr kommt mir jetzt ganz normal vor. Ja, aus irgendeinem Grund hat der Wahnsinn mich verlassen. Als würde die Macht, die diesen Traum erschuf, an Kraft verlieren. Seltsam, dass ihr nichts davon gespürt habt. Es ist schon seltsam, dass ihr überhaupt hier seid. Ich dachte, das Imperium würde niemanden mehr herschicken. Was genau macht ihr hier? Ich erweise dem Imperium einen Dienst. Die Imperialen haben die Suche nach den kostbaren Daten also doch nicht aufgegeben. Das ist gut. Denn wisst ihr, seit ich wieder bei Verstand bin, habe ich Sorge, dass meine Anhänger an meiner Führungskraft zweifeln könnten. Ich will meine Macht nicht verlieren, ich will kein Sklave mehr sein, aber vielleicht könnten wir einander helfen. Es wäre leicht für mich, euch und eure Anhänger zu beseitigen. Ja, das stimmt schon, nur bin ich der Einzige, der die anderen dazu bringen kann, euch ihre Daten zu geben. Alles, was ich will, ist, dass ihr die Symbole von Lord Veneris' Macht findet. Die Leute, die von seinen Feinden besessen waren, haben sie gestohlen. Die Symbole werden helfen, den Glauben meiner Anhänger an mich zu stärken, sie im Traum festzuhalten. Ihr scheint mir keine Wahl zu lassen, wenn ich diese Daten will. Bitte, denkt einfach über mein Angebot nach. Seid vorsichtig. Veneris alte Feinde werden erbittert kämpfen. Mein Spionagenetz berichtet mir, dass ihr meine Feinde zermürbt und die verlangten Symbole der Macht gefunden habt. Gebt mir einfach die Daten, damit ich endlich gehen kann. Ich hatte sie nicht vergessen. Auch ich war fleißig. Hier sind die Daten, die meine Diener sammelten, bevor der Tempel sie veränderte. Soll das Imperium daraus machen, was es will? Ich
Ich hoffe, ich muss mir euer Gesicht nie wieder ansehen. Da fällt mir ein, es gibt noch eine letzte winzige Sache, die ihr für mich tun könnt. Macht ist ohne Untertanen schließlich wertlos. Ich wäre euch also dankbar, wenn ihr den Imperialen bei der Abgabe der Daten raten könntet, weitere Expeditionen zu schicken. Ihr seid so hinterhältig wie ein echter Sith. Wisst ihr das? Ja, ich denke, ich habe meine Berufung endlich gefunden. Ich versichere euch, meine Dankbarkeit wird groß sein, wenn ihr mir mehr Sklaven als Anhänger schickt. Tretet ein und hört mir zu. Ihr braucht nicht zu knien. Das würde mir keine Freude bereiten. Ihr habt also endlich unseren verborgenen Tempel gefunden. Es war auch an der Zeit. Die Anhänger des dunklen Weges bekämpfen meine Getreuen. Und eure Grausamkeit wird gebraucht. Ich lebe, um zu dienen. Gut, dann sollten wir anfangen. Ich bin der dunkle Lord Farscheu. Ich habe den Bau dieses Tempels überwacht und seither den Dschungel regiert. Jetzt werdet ihr mir dienen. Was ihr da sagt, kann nicht stimmen. Der dunkle Tempel wurde vor Jahrhunderten erbaut. Ihr seid verwirrt. Ich weiß noch, wie ich den Dschungel gerodet und Stein auf Stein gesetzt habe. Und ich bin nicht unsterblich. Tut jetzt, was ich sage, und die Schätze des Tempels gehören euch. Die Lehren des dunklen Weges haben meine Schülerin Anyara fortgelockt. Aber sie kommt zurück. Ihr werdet sie für mich aus den Tiefen des Tempels holen. Es gibt hier also so eine Art Machtkampf, ja? Ja, er zwingt uns alle, stärker zu werden. Ich weiß nicht, wie meine Rivalen an meine Schülerin gekommen sind, aber ich weiß, wo sie jetzt ist. Der dunkle Weg versteckt sich in der Nähe. Tötet die Anhänger des dunklen Weges. Kämpft euch zu ihrem Altar durch. Dann muss Anyara sich euch stellen. Tut das, oder meine Macht wird euch strafen. Ich glaube nicht, dass ihr wirklich Macht besitzt. Ihr sollt nicht länger zweifeln. Lasst mich meine Stärke demonstrieren. Jetzt wart ihr Zeuge der Macht eines dunklen Lords der Sith. Das sollte reichen. Ihr seid vielleicht ein Sith, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Die Anhänger des dunklen Weges sind nicht weit von hier. Geht. Ich werde auf euch warten. Verschwenden jede Menge Fleisch an alles, was sie ängstigt. Und nun seid ihr hier, Blut meines Blutes. Nun seid ihr hier. Wovon sprecht ihr? Ah, ihr kennt mich nicht. Ist unsere Familie so tief gesunken, dass die Tochter meiner Töchter den Namen Kallik nicht mehr kennt? Ein Name, der lange in den Annalen der Sith verehrt wurde. Ihr seid mein Nachkomme, auch wenn ich nicht weiß, in wie vielter Generation. Aber eines solltet ihr wissen. Eure Stärke in der Macht hat mich aus der Erstarrung erweckt.
Und ich dachte immer, ich wäre verrückt. Verspottet mich nicht, Kind. Ihr habt keine Vorstellung, womit ihr es zu tun habt. Als die Schwächlinge dieses Planeten mein Grab betraten, wurde ich auferweckt, um ein altes Leben weiterzuführen. Dieser Tempel wurde zu meinem Königreich und ich war wieder ein Lord der Sith. Aber als ihr zum ersten Mal euer Lichtschwert in die Hand nahmt, wurde mir klar, dass meine Stunde gekommen war und dass durch eure Stärke der Ruhm unserer Familie wiederhergestellt würde, nicht durch meine. Aber ich bin eine ehemalige Sklavin. Das ist meine Schuld. Ich war einst ein großer Lord der Sith. Wenn ich klüger gewesen wäre, hätte ich den Ruhm meiner Familie wahren können. Aber ich war unachtsam und wurde von einem Mann namens Tula Kort verraten, den ich einst zu meinen Freunden zählte. Iblises Amins Weihais Fools, Gawendida Siegfram Tauhans. Euer Meister ist tot, Bestie. Ihr dient nun Kalleks Nachfahren. Fleisch meines Fleisches, ihr solltet euren Diener gehorsam lehren. Ich behandle ihn, wie ich will. Wie ihr wünscht. Doch ich warne euch, nehmt Gehorsam nicht als gegeben hin. Ihr dürft die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, wenn ihr unsere Blutlinie wieder zum Ruhm führen wollt. Verrat ist das endlose Spiel der Sith. Ihr müsst es gewinnen. Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Hütet euch vor eurer Meisterin und auch vor euren Schülern. Lasst euch nie überraschen. Bedenkt diese Worte und euch wird nichts aufhalten. Aber ihr seid nicht hier, um mich zu sehen. Ihr seid wegen des Artefakts hier, das ich Tula Kort vor meinem Tode noch entreißen konnte. Nehmt das Artefakt. Aber seid vorsichtig. Sein Zweck blieb mir verborgen. Ich weiß nur, dass es vom Verrat verfolgt. Wenn der Verrat sich zeigt, werde ich ihn töten. Wenn es nur so einfach wäre. Seid auf der Hut. Ich warte bereits auf den Tag, an dem unsere Macht wiederhergestellt ist. Wir werden...